Hey, du! Wer? Ich? Genau. Oh, ja, ich komme mal rüber zu dir. Ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass der Händler hier spricht? Also, er spricht zu euch. Ich habe mich immer gewundert, was ist denn hier unten links für... Was ploppt da immer auf? Und so ein bisschen ist das ja so eine Anekdote aus... Ja, das kennen jetzt nur die älteren Zuschauer aus. Ernie und Bert, beziehungsweise der Ernie, der immer Buchstaben kauft bei so einem... windigen Händler und so ein bisschen kommt mir er hier auch vor. Er hält komischerweise immer ein Buch in der Hand und bietet mir aber einen Zaubertrank dann an und das ist so ein bisschen wie, genau wie, es kennen nur noch die Älteren, Ernie Bert oder Wolle Rose kaufen. Also ein bisschen ist das so und ja, es ist natürlich der Händler hier, der hier unten immer so ein bisschen seine Waren anbietet und vielleicht ist es euch ja schon aufgefallen, also mir ist es noch nicht so aufgefallen, was mir auch nicht aufgefallen ist, muss ich sagen, dass das Poster hier von dem Clan-Spielunken-Spieler hier drauf poppt. Also das ist er hier, der auf der Kiste liegt. Ich weiß nicht, ob das vorher schon war. Aber was in jedem Fall weg ist, ist, dass wir jetzt wieder mit dem Schiff reisen können. Also wenn wir jemanden besuchen, wir können das mal eben machen. Ich besuche mal hier den letzten, den ich habe, hier mit Wizard und dann ins Nachtdorf springen. Dann sind wir auch im Nachtdorf und nicht mehr im Absturz. Also das funktioniert auch wieder hin und her. Das ist übrigens das optionale Update. Wer es noch nicht gemacht hat, sollte es jetzt nachholen. Ja, das ist aber nicht alles, was hier heute ausläuft und was ich als neu hier empfinde. Wir scrollen mal wieder ganz langsam zurück. Ja, Leute, 10 Sekunden, dann ist man worden auf Level 20. Und einige haben ja darauf gewartet, habe ich jetzt so ein bisschen in den Kommentaren rausgehört. Einige wollten, dass ich ihn gemme. Nein, ich lasse ihn auslaufen und er ist... jetzt ready. Jawohl, Upgrade completed, Grand Warden Level 20. Ich habe meinen ersten Helden auf Max Level. Ihr seht ihn hier ganz, ganz rechts und ja, ich bin echt stolz, denn dieses Elex-Gefarme mit dem Warden hier war wirklich krass, muss ich sagen. Die letzten 5 Level, die haben sich so richtig schön hingezogen. Ich habe sie auch komplett laufen lassen und von daher bin ich so ein bisschen, ich bin so ein ganz, ganz kleines bisschen stolz, dass ich ihn jetzt auf Level 20 habe und habe natürlich 2 Armeen vorbereitet, dass wir den Warden natürlich jetzt auf Max-Level auch einmal antesten, gar keine Frage. Und was habe ich als erstes für euch heute vorbereitet? Nicht da rein, sondern hier rein. Ich habe als erstes mal ja so ein bisschen was mit Pekka, Queen Walk, ja, so ein bisschen, so ein paar Hocks. Ich tausche jetzt noch die Clanburg unten aus gegen einen Maxed Packer hier. Das heißt, wir machen mal einen Packerwalk mit den neuen Truppen hier. So ähnlich sind auch so ein bisschen meine Truppen. Ja, ich hab dann 2 Wut. Das müsste eigentlich reichen. 2 Wut, 4 Heilzauber, einen Giftzauber. Wir suchen uns natürlich auch wieder einen richtigen Gegner. Warden bleibt erstmal auf Boden stehen. Jetzt muss ich mal gerade gucken. Ground, jawohl. So ist er auf Luft gestellt. Das heißt also, dann flattert der Mantel hinten oder ich nenne ihn ja immer gerne Stofftuchträger, von dem Stofftuchträger, der das Gewand hier im Wind und wenn er auf Boden steht, dann schlabbert er so ein bisschen auf dem Boden rum, wie so ein Schleier. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Wir suchen uns mal einen Gegner und ja, jetzt gehe ich da schon wieder drauf, meine Herren. Ich will doch hier einen Gegner finden. So, dann gehen wir auf Attack und suchen uns natürlich auch einen netten R11, der ja so ein bisschen mehr Ressourcen hat als dieser hier. So, da haben wir einen gefunden, ja. Also, den werden wir uns vornehmen. Er hat einen Adler auf 1, okay. Er hat den auf 1, aber das macht nichts. Der Rest der Def scheint mir doch relativ stark zu sein. Und wir gucken mal, dass wir so ein bisschen der Clanburg entgegen können. Was hat er denn da? Single, Single. Da hinten hat er Multi. Okay, hier hat er Multi. Ich gucke mal, dass ich ihm in jedem Fall... Ich gucke mal, ob er Clanburg hat. Er hat keine Clanburg. Okay, keine Clanburg. Das ist schon mal schlechter. Machen wir da hinten schon mal die Bauhütte weg. Würde ich mal so sagen. Und
Dann ziehen wir jetzt mal unsere Babydrachen. Ich muss mal eben schauen. Ich glaube, da und da sind die ganz gut aufgehoben, denn ich habe einen Packer in meiner Clanburg drin. Und gucken wir mal, ob das so funktioniert, wie ich mir das vorstelle. So, hier Packer und Riesen und die Heiler dahinter. Ich habe ein paar Maurier dabei. Die kann man ja immer so ein bisschen gut gebrauchen, hätte ich fast mal gesagt. So, Helden dabei. Und jetzt müssen die es mal so ein bisschen reißen hier. Ich habe natürlich jetzt keinen Sprung, denn die Packer sollen sich hier natürlich durch diese Base hier durchfressen. Mit King Warden und auch mit dem Rest. Gucken wir mal, wie die das so machen. Das sieht eigentlich noch ganz gut aus hier. Jetzt spammen wir hier schon mal. Okay, wir spammen hier die Hogs in die Riesenbomben rein. Und ja, das sieht ganz entspannt aus. Das sieht ganz entspannt aus. Komm, wir zünden den Warden hier mal, sodass wir hier in jedem Fall unsere Helden hier kurz mal geschützt bekommen. Haben hier jetzt natürlich die Queen an Bord, beziehungsweise wir haben hier die Queen, die hier so ein bisschen Stress machen kann. Ja, das sieht immer noch ganz gut aus hier. Jetzt muss ich mal gucken, wo mein King eigentlich ist. Wo ist eigentlich mein King? Oh, Alter, da die Bombe, da die Bombe. Und ja. Eieieiei. Okay. Wo ist denn eigentlich mein King? Oh, der rennt da außen rum. Mein King rennt da außen rum. Und die Hogs werden es jetzt nicht packen. Okay. Aber wir haben die Ressourcen geschafft. Ist nicht so schlimm. Oh, ich habe doch noch ein paar Hogs am Start. Hier sehe ich gerade. Okay. Okay, das sieht noch ganz gut aus. Ja. Komm, nehmt euch den Single Inferno. Jawohl, die nehmen sich. Uiuiuiuiui. Leute, der war ja mal nicht schlecht, glaube ich. Der war mal ganz gut. Alter Falter. Habe ich hier gezittert, okay. Okay, habe ich hier ein bisschen rumgezittert, aber ich wollte unbedingt hier einen Elfer mit ummatchen. Man hätte jetzt auch sagen können, ja, der hatte den Adler nur auf 1 und auch keine Clanburg-Truppen. Egal, ich will den Loot. So, ich will den Loot, nee, nicht Loot, Loot. Ich will den Loot haben und den kriegen wir in jedem Fall hier. Wir haben jetzt auch ein bisschen was ausgegeben, aber wir kriegen auf jeden Fall auch was rein. Überhaupt keine Frage. Und ist ja letztendlich ein Truppentest. Ich werde jetzt meine Helden zumindest boosten, weil meine zweite Armee ist eigentlich schon fertig. Und ja, die beiden Bauhütten noch. Dann haben wir es hier auch. Ja, da mache ich auf jeden Fall einen zweiten Angriff. Der wird dieses Mal mit Luft sein. Also da könnt ihr euch überraschen lassen. Luft kann ich ja gar nicht auf RA11. Dieser hier ist schon besser. Also mit dem Packer. Das hat schon mal super hingehauen. Vielen lieben Dank. Ich glaube, ich habe auch relativ viel Dunkles jetzt noch mit dazu geholt. 128.000. Ja, das sieht schon mal entspannt Band aus. Okay, meine zweite Armee ist fertig und das dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen. Also da müsst ihr auch immer dran denken, wenn ihr Rathaus 11 seid, glaube ich, da denkt ihr dran. Ich stelle ihn jetzt mal auf Luft und wir suchen uns mal einen luftigen Gegner hier. Mal gucken, ob ich auch was für meine Luftikus die Armee hier finde. Oh, der sieht eigentlich schon schick aus. Aber ich muss natürlich so ein bisschen, also Ziel ist natürlich, dass ich mit meinem Queen Walk Queen erwische, vielleicht noch eine Luftabwehr und noch vielleicht noch was, noch so ein bisschen was anderes. Ich muss mal gucken. Ich habe Loons in der Clanburg. Vielen lieben Dank auch dem Clan hier. Und ich weiß noch gar nicht, gerade bei den Luftangriffen weiß ich nicht, wie ich den Warden einsetze. Setze ich ihn auf Luft ein und mache dann den Queen Walk mit dem Warden oder, es ist immer schwierig beim Farmen sowieso. Beim CK-Angriff, denke ich mal, kannst du dich darauf einstellen. Da kannst du natürlich dann ganz klar sagen, naja, komm, ich mach mit dem Warden, den Queen Walk und lasse die Hunde und die Loons für sich einfach mal so fliegen. Eigentlich müsste ich ihn mitnehmen. Nein, ich tue es nicht. Ich mach's nicht. Dann nehme ich mir lieber einen 10er, der maxed out ist, oder einen 11er, der gerade so ist. Oder auch so ein 11er hier. Ja, oder auch so ein 11er. Ich kriege den Warden nicht. Ich gucke mal, die stehen hier auf Single. Ja, die sind mir ein bisschen zu heftig für meine Vierer. Ja, und der hat wieder keinen Warden. Aber ich bin ja nicht so der gute Luftangreifer. Und der hat ja echt schwache Luftabwehr. Nein, das kann ich nicht machen, Leute. Das kann ich nicht machen. Ja, aber irgendwann kann ich auch nicht mehr Nein sagen. Und bei dem sage ich mal nicht Nein. Also es ist ein Rathaus 11er. Er ist auch relativ stark. Und ich würde sagen, ich habe ja gesagt, wir machen das Ganze hier mit einem Queen Walk ohne den Warden. Wir versuchen hier die Queen zu erreichen. Vielleicht eine Luftabwehr. Ah, die sind ziemlich stark. Es sind 4 Stück in der Mitte. Ich gucke mal, ich habe ja Loons dabei. 3 von den
Laberhuhn und ja, ich gucke jetzt einfach mal. Ich schaue einfach mal, wie weit so eine Queen hier kommt. Muss ich einfach mal sagen. Ich muss es einfach mal so sagen. Ich meine, er ist ja gerade so ein Elfer. Also hier unten die Kanonen sind ja noch super schwach. Und auch die 24er Queen wird jetzt nicht. Ich hoffe mal, dass sie mir nicht ganz so gefährlich sein wird. Nein, wird sie nicht, in jedem Fall nicht. Und ich gucke mal, ob ich hier mit meinem King nicht einfach mal bisschen funneln kann hier. Denn ich muss ja irgendwo eine Luftabwehr schaffen. So, wir gucken mal, ob der hier reingeht. Der King könnte jetzt gleich mal so ein bisschen schon mal in die Richtung gehen. Okay, wir kriegen etwas Besuch von der Clanburg hier. Die müssen wir natürlich erstmal wegmachen. Mal sehen. Jetzt machen wir erstmal den King so ein bisschen in Rage bringen. Und jetzt kommt natürlich gleich, denke ich mal, der Lava-Hund. Nicht der Lava-Hund. Der Babydrache auf und zu, ja, das sieht, es ist noch entspannt. Noch ist es entspannt. Gucke mal, ich zünde ihn mal jetzt noch nicht. Und ich denke mal, wir gehen jetzt über diese Seite hier mit den vielen Loons rein, ziehen jetzt den Warden, zünden hier einmal die Truppen hier. Ich muss mal gerade ein bisschen leiser werden, Leute. Ich muss gerade ein bisschen leiser werden. So, hier und da mal einmal den Wut. Jetzt nehmen wir hier einmal, ich bin ganz ehrlich, bei Luftangriffen tue ich mich noch echt schwer. Keine Frage, da tue ich mich total schwer hier mit dieser Truppe hier. Aber ich glaube, so, wo gehen die hin? Die gehen noch nach dahin. Dann bringen wir die hier noch mal so ein bisschen in Eil, dass sie so ein bisschen schneller zu dem Bogenschützenturm hier fliegen und vielleicht noch ein bisschen was ablassen. Na komm, mach den Bogenschützenturm, jawohl. Wir haben den Bogenschützenturm da erreicht. Queen ist auch immer noch am Start. Und alles andere ist hier natürlich Essig. Ja, wir haben nicht alles geschafft. Wir haben jetzt zwar viele Welpen noch in der Base, aber ich glaube, der Angriff war. Er war mal gar nicht mal so schlecht. Mensch, Toto. Eigentlich war er nicht so schlecht. Die Base war schon für mich recht knackig. Mal gucken. Queen ist ja noch. Ah, die hat sogar noch Heiler dabei. Eieiei, die hat ja sogar noch Heiler dabei. Ein 19er King ist da natürlich nicht so das Thema. Ja, wir haben alles verbraucht. Ich habe jetzt schon so ein paar Truppen im Nachbau, aber ihr kennt mich. Die Truppen, die ich jetzt im Nachbau habe, das werden erstmal wieder meine Farmtruppen sein, beziehungsweise meine Spennertruppen. Ich weiß, dass wir hier im CK sind und da ich hier ein Teamspieler bin, baue ich erstmal so ein paar Spendertruppen in der Regel. Oh, da ist es aus. Okay. Aber ich glaube, das war in Ordnung, oder? Ich glaube, das war in Ordnung. Also, klappt ja. Klappt ja. Mensch, gar nicht mal so schlecht. Also, Warden gar nicht mal so verpeilt. Dieses Mal. Sonst verpeile ich den ja auch wirklich, wirklich gerne. Und ich habe es ja gesagt, ich habe schon so ein paar Spendertruppen am Start. Denn jetzt gucke ich mal, ich booste die, glaube ich, auch. Ja, ich booste die einfach mal. Denn wir haben hier aktuell einen Clankrieg und dort mache ich einfach mal, jetzt gucke ich auch hier nochmal einen Boost. Dort mache ich einfach mal ein paar Zauber immer mal fertig zum Spenden und auch ein paar Truppen. Ihr seht das hier, ist ein totaler Mixmax, den ich hier habe. Aber ich hoffe, die Folge hat euch trotzdem gefallen. Also Warden ist auf Max Road to R11. Geht in jedem Fall weiter. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es hat mir zumindest Spaß gemacht. Das habt ihr, glaube ich, auch gehört. Und bis dahin, euer Toto. Clasht.